beim Kneten ist immer ganz wichtig, dass der Lack halt nass genug ist, dass man genug Leitmittel verwendet. Sonst, wenn die Knete auf dem Lack kleben bleibt, kann man sich ganz schnell Kratzer oder unschöne Knetspuren reinmachen. Deswegen immer am besten auch ein bisschen ruhig hinterher sprühen. Wenn man den schon einmal eingesprüht hat, immer so ein bisschen nochmal so ein, zwei Sprühstoße hinterher machen. So sieht die Knete vorher aus. Und das ist jetzt die Knete nach einer Tür. Man sieht hier schon überall so leichte Verunreinigungen jetzt drauf, und obwohl der Wagen eigentlich seit dem letzten Mal ja eigentlich größtenteils nur gestanden hat, gut einmal Wörthersee war, vielleicht zweimal gewaschen wurde, also da hat sich doch schon einiges wieder angesammelt. So, der Wagen wurde jetzt einmal abgeklebt komplett. Jetzt haben wir schon alles soweit fertig poliert. Bis jetzt halt auf die Beifahrertür. Da werden wir auch gleich halt noch ein Video mit Philipp zusammen von machen. Ich wollte halt nur einmal, dass ihr halt auch einmal so seht, wie das so von der Seite grob aussieht, wenn man halt so ein Auto abklebt oder was man da halt auch beachten muss. Jetzt auch hier speziell, weil wir halt natürlich hier auf maximal Kratzerentfernung gehen, mache ich das immer ganz gerne, dass ich halt hier diese Kanten so ungefähr 1-2 mm zu dem Bauteil hin nochmal abklebe. Ja, weil wenn man da halt wirklich mit dem Pad stark am Polieren ist und drückt und mit viel Temperatur und so, ist es mir immer persönlich ein bisschen sicherer, da nochmal so eine Schutzkante zu machen, dass ich da halt nicht irgendwie die Kante nachher durchschleife. Deswegen sind jetzt auch da und da jetzt noch die beiden Kanten so gesehen für die Beifahrertür abgeklebt. Das andere, wie ihr ja hier seht, haben wir jetzt schon fertig poliert, sprich da haben wir das Klebeband schon alles abgezogen. Das hat mir halt nur einmal gerade kurz einmal auch gezeigt, damit ihr halt seht, wie das alles aussieht so. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's mit der RS4-Limo und mit Kai Mensing. Hallo. Wie ihr gerade in dem Zeitraffer schon gesehen habt, war Kai schon fleißig am Waschen, Kneten, Abkleben. Genau. Und so weiter. Richtig. Also ich habe selber noch gar nicht gesehen, aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass du das aufgenommen hast, ne? Genau, richtig. Ja. So ein bisschen so kleine Abschnitte habe ich davon jetzt mal aufgenommen. Wie viel Zeit hast du jetzt schon investiert ungefähr? Das sind jetzt ungefähr gute 2,5-3 Stunden gewesen bis jetzt. Mhm. Also halt eingeformt, dass das Auto komplett mit Schaum erstmal voll ist, ja, ja. Das so ein bisschen einwirken lassen. Dann halt abgekehrt, Felgen von drinnen, Felgen so ein bisschen gepinselt, muss halt bei deinen wegen den Kanten kommst du ja, natürlich ja. Nicht so gut hin. Dann halt Kanten und sowas alles gewaschen einmal, dann halt mit dem Schwamm nochmal übergewaschen, abgesprüht und geknetet, dann halt geguckt, ist auch wirklich überall alles weg. Ja. Und dann halt mit einem, das nennt sich Big Boy, das ist so ein Trockenpuster, sag ich mal, so die ganzen Ritzen und Kanten schon mal vorweg trocken gemacht und dann halt nur noch einmal mit dem Tuch schnell rüber und dann halt angefangen abzukleben. Und wie war er vom Zustand? Ja gut, war ja halt, sag ich mal, voraussehen, es war jetzt nicht so schlimm, dann hast du auch nicht viel gefahren, nicht viel gewaschen. Klar, jetzt bei den Türen hast du ein bisschen mehr gehabt, deswegen habe ich jetzt auch mal die Beifahrertür vorbereitet, dass wir die jetzt halt mal so ein bisschen im Video mal darstellen können, was wir da jetzt machen müssen. Aber das Auto ist im Allgemeinen wirklich sehr, sehr wenig dran. Mhm. Also das ist halt jetzt so gesehen eine Stufe 1 bis 2 ist das halt. Also man fährt jetzt halt mit dem Accenter mit einer ganz, ganz milden Politur und mehr braucht man da nicht zu machen. Also es ist nicht so schlimm wie damals mit dem Dach. Aber Lack ist halt heftig, ne? Ist halt Unischwarz. Unischwarz ist halt natürlich schwierig.
Als ich gerade hier wieder reingekommen bin, ich bin heilfroh, dass das Ding von Tom gleich auf dem geschlossenen Trailer nach Essen gefahren wird, direkt zur Messe. Weil man kriegt es halt wirklich nur direkt vom Aufbereiter immer so hin. Ne? Also sobald du das erste Mal wäschst, hast du halt sofort irgendwie, sag ich mal, da und da vielleicht Wasserränder so. Und dann willst du auch nicht wieder drauf rumwischen, wie so ein Verrückter, dann reibst du ja sofort Kratzer rein. Das ist unischwarze schwierig. Deswegen, wenn es einmal fertig ist, ist es schön, aber sobald es dann halt danach irgendwie ein paar Mal waschen musst, wird es dann schon immer ein bisschen kritischer. Und was ich halt auch extrem cool finde, ist halt fein, ich finde, mit dem Abkleben halt, ne? Dass du halt wirklich hammerhart immer alles komplett abklebst. Ich glaube, das hatten wir im Golf-Video ja auch schon kurz thematisiert, ne? Ja, glaube ich auch, da hatten wir schon einmal kurz gesprochen. Dass es halt einfach sicherer ist, ne? Ja. So, das heißt, wie bist du das Ganze, jetzt sieht man hier aber schon krass die Carbonstruktur von dem Dach wieder, ne? Das siehst du halt, beim Dach siehst du das extrem. Das lässt sich leider nicht umgehen. Ja, gut, aber hat auch was, sehen die dadurch, dass es immerhin so schön gleichmäßig ist, ne? Sieht aus, wenn es gewollt ist. In dem letzten Video hattest du gesagt, dass du gucken musst, wie der Zustand ist. Eventuell, dass mal jemand mit einem Pulli dagegen gekommen ist. Da haben ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben. Wie hast du das gemeint? Ja, also ich habe das so gemeint, wie gesagt, ich musste ihn ja einmal halt vorbereiten. Ich wusste jetzt halt nicht, klar, er stand halt. Philipp hat ja viel dran umgebaut. So kann halt sein, dass einer jetzt, sag ich mal, wenn das Auto steht, wo die Türen draußen war, durch Zufall kommt einer hier mit der Hose oder mit dem Pulli lang. So, Auto hat natürlich vielleicht in dem Moment Staub oder Dreck drauf gehabt, dass man da halt, sag ich mal, dann so leichte Wisch- oder Kratzspuren sieht. Das habe ich halt geguckt. Ich habe halt hier natürlich alles dunkel gemacht. Das machen wir jetzt auch gleich einmal und dann mit der Scan Grip Rampe alles abgeleuchtet. Aber da hat er ganz, ganz, ganz minimal mal was gehabt, wo du gesehen hast, okay, da könnte vielleicht irgendwie mal einer rübergewischt haben oder dran gekommen sein. Okay. Es beschweren sich ja immer ganz viele, dass wir immer alles antatschen und alles an und so. Ich sage aber auch immer, es ist ein Unterschied, A, wie man es anfasst und B, auch wie man sich an ein Auto anlehnt oder so halt. Ne? So, es ist ja immer auch ein Unterschied, ob man sich mal nur vorsichtig so ein bisschen anlehnt oder es gibt ja auch die Leute, die sich anlehnen und dann so über das ganze Auto wischen. So ungefähr, ne? Das ist dann halt das, was es am Ende immer zerkratzt. Ne? Das ist klar, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht schlimm, klar, wo er jetzt bei dir stand, so staubig, dreckig, wenn jetzt halt wirklich einer, als Beispiel du jetzt mit der Hose wirklich einmal so daran lang geht, das reicht ja bei Unischwarz schon aus, dass manchmal so ganz, ganz klein was drankommen kann, das habe ich damit halt gemacht. Ich sage mal, klar, wir wissen ja, du machst jetzt hier nicht den hier, setzt dich jetzt so drauf und machst den erstmal den damit. Ja. Das macht ja keiner hier. Ja, so, was machen wir jetzt? Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier diesen Bereich machen wir jetzt einfach mal bei der Tür. Erstmal generell Carbon-Tür und Blechtür. Merkst du irgendwie einen Unterschied? Ja, also natürlich klar, Carbon, es ist ja im Endeffekt Plastik. Musst du ein bisschen mit der Temperatur aufpassen. Aber wie gesagt, das, was wir jetzt hier machen müssen, weil er halt so gut wie nichts hat an Kratzern, ist hier jetzt halt von der Temperatur her nicht so kritisch. Klar, wenn du jetzt mit der Rotationsmaschine und jetzt wirklich richtig viele Kratzer rausstellen musst, musst du bei Plastik, Carbon, Kunststoff allgemein ein kleines bisschen aufpassen. Das heißt, die Plastik-Carbon-Tür nimmt einfach weniger Wärme auf, das heißt, es bleibt mehr im Lack drin. Ja, so in etwa kann man das so sagen. Ist auch mein Gefühl. Ich habe ja keine Klimaanlage mehr drin. Und seitdem ich diese ganzen Carbon-Teile dran habe, also ohne die Türen, nur die Dachhaut, ist es gefühlt in dem Auto definitiv nicht mehr so heiß. So, ne? Wenn du den sonst so am Wörthersee stehen lassen hat, kennt jeder mit einem schwarzen Auto bei 30 Grad, du steigst ins Auto erstmal ein und fällst ja erstmal um. Das ist wirklich seitdem das Dach drin ist nicht mehr so. So, kannst du auch immer anfassen, wenn richtig Sonne geschienen hat, was ja bei Blech teilweise auch schon nicht mehr geht. Ne? Ja klar, wenn der Wörthersee erst einen Tag in der Sonne stehen, kannst du nichts mehr anfassen an dem Auto. Sind die jetzt schon irgendwie, ich sag jetzt mal, vorgeschliffen oder rein nur gefettet, gewaschen und so weiter? Das ist rein jetzt nur gewaschen, geknetet, abgetrocknet, mehr nicht. Da ist nichts im Vorfeld behandelt. Klar, einmal gut mit Alkohol natürlich vorher nochmal abgewischt gewesen. Aber sonst so gesehen, so wie er ankam, nichts. Wofür machst du das mit dem Alkohol? Um wirklich alles nochmal an Fetten, Ölen etc. nochmal runterzuholen. Und ganzen Fettfinger von der Montage quasi nochmal runterzuholen. Ja, cool. Ich würde sagen, da wir ja noch so ungefähr 3 Stunden bis zur Essen Motorshow haben, ist es jetzt mal an der Zeit, die Tür zu polieren. Den poliere ich jetzt erstmal und dann leuchten wir dann nachher, aber dann machen wir, können wir hier mal so 50 ein bisschen zeigen, oder? Ja. So, René, ich hole mein Stuhl hier. Nicht, dass du noch Rücken hast, du die nächsten Tage nicht filmen kannst auf der Messe. Da auch eher tendenziell zu wenig als zu viel, ne? Ja, das ist jetzt halt ein ganz neues Pad. Muss halt erstmal ein kleines bisschen was drauf machen, um das halt alles zu sättigen, aber
umso mehr du, sag ich mal, machst mit so einem Pad, umso weniger nimmst du auch irgendwann. Klar, du wechselst so ein Pad, je nachdem muss man halt selbst immer ein bisschen entscheiden, wann man das wechselt. Also ich mache so meistens 2 Bauteile, 3 Bauteile, dann wechsle ich das Pad immer. Also kommt halt immer Neues wieder drauf, damit man halt auch die Cut-Wirkung hat. So wie gesagt, jetzt hier ist der Cut relativ egal eigentlich, weil es ist wirklich ganz, ganz minimal nur, was jetzt gemacht werden muss. Wenn ich jetzt halt richtig schleife, dann muss man schon gucken, dann nimmt man auch, je nachdem wie der Lack funktioniert, wie schnell er das Pad zusetzt, kann auch sein, dass man nur 1 Bauteil mit einem Pad machen kann, habe ich auch schon gehabt. Okay. So, und mit genau so gehst du wirklich das ganze Auto? Wenn das jetzt gut funktioniert und das so passt, dann reicht das von Eingang. Mhm. Vielleicht mal machen wir einen zweiten, aber so ist der Plan eigentlich. Und kann man theoretisch auch einen größeren Teller nehmen oder nimmst du immer so einen kleineren? Kannst du auch nehmen. Das Problem ist, umso größer der Teller ist, umso ungleichmäßiger wird die Auflagefläche, wenn das Teil oder das Bauteil halt nicht gerade ist. So, du hast halt hier das Problem, siehst du, dass hier sag ich mal, relativ rund, dann hast du hier so einen Bereich in etwa gerade und dann geht es hier schon wieder langsam raus und dann wieder so runter und hier auch rund. So, da hat halt das kleine Pad, passt sich der Sache halt alles ein bisschen besser und genauer an. So, jetzt Dach und Haube und Deckel oben drauf werde ich mit dem großen Pad dann machen. Weil da ist halt wirklich schön gerade, außer jetzt die Kante oben bei der Haube, aber sonst machst du da dann mit dem großen. Gibt es da so Momente, wo du sagst, boah, ich habe keine Lust mehr? Ja, ist ganz normal, das hast du immer mal. Wenn du halt merkst, es funktioniert gar nicht und du es schon irgendwie gefühlt 10 verschiedene Sachen ausprobiert hast, dann hast du auch irgendwann so Momente, wo du sagst, ey, muss das denn jetzt sein? Und dann mache ich es halt immer so, dann setze ich mir 5 Minuten erstmal hin, was weiß ich, gucke aufs Handy oder trinke irgendwie was oder esse irgendeine Kleinigkeit und dann überlege ich und dann geht's weiter. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, hier in deiner neuen Halle ist das natürlich auch echt vorne, ne? Also da macht das Arbeiten schon Spaß an dir, ne? Ja klar, es ist viel, viel besser als wie in der alten Halle, alleine schon halt mit dem eigenen Waschplatz. Ja, du musst eigener ja nicht Waschplatz, weg. Das ist schön ist hell ziemlich und so weiter. Ne? Oh. Ich weiß, ganz viele Leute werden wieder fragen, welche Produkte? Also Maschine, das ist eine Rupes. Es ist eine, wie heißt die jetzt, 75 irgendwas, keine Ahnung. Das Pad ist auch von Rupes, das ist das weiße Pad, also das ganz weiche. Und als Politur. Kann man die auswaschen? Ja. Kann man waschen, okay. Die kann man waschen. Das heißt, die kannst du schon länger nehmen? Ja, die kannst du schon ein paar Mal benutzen, aber du merkst dann halt irgendwann, wird halt der Cut jetzt gerade, wenn du halt Pads hast, wo du mehr Kratzer mit entfernen musst, wird der Cut halt weniger und dann entsorgt man die auch irgendwann. Das ist ja echt wie so ein richtiger Schaumstoff fast, ne? Ja, das ist im Endeffekt Schaumstoff. Ja. Das ist ein Schaumstoff mit einer sehr, sehr feinen Struktur und auch sehr, sehr weich. Gibt es bestimmt gleich wieder Ärger, weil ich darauf rumgefasst habe. Wir nehmen ein neues. Nein, das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist klar, ich sag mal, wenn du jetzt gerade McDonald's Finger hast oder so, sollte man da jetzt schon nicht anfassen. Aber wenn ich jetzt hier an der Seite... Bei Philipp nicht ausgeschlossen. Er hat sich die Finger gewaschen, das habe ich gesehen. Stimmt, wir haben es tatsächlich gewaschen, als ich wieder reinkam. Deswegen kann man das mal, dass man hier mal an der Seite so ein bisschen... Ich würde jetzt halt, wie gesagt, ungern jetzt, dass hier einer jetzt die ganze Zeit irgendwie so macht, dann musst du es auch waschen, das ist dann schon besser. Ja. Aber wenn ich jetzt hier so an der Seite mal so ein bisschen fühle und mal zeige, gut, okay, das ist jetzt nicht gleich der Weltuntergang. Mhm. Ja, und Politur ist eine... Das ist eine 3M Anti-Hologramm, also was ganz, ganz Feines, Mildes. Was bedeutet das Anti-Hologramm? Wie heißt so? Anti-Hologramm? Wie heißt Anti-Hologramm? Nee, aber da werden sich viele bestimmt jetzt fragen. Ach, was Hologramme sind? Genau. Hologramme sind im Endeffekt das, was man als Polierspuren bezeichnen kann. Sprich, wenn ich jetzt mit einer Rotationsmaschine, wo sich der Teller ja einfach nur normal dreht, jetzt hier. Wenn das eine Rotationssitz wäre, so, und ich poliere halt hier damit so und so und die Sonne scheint dann drauf oder ich leuchte mit der Lampe ab, kennen ja viele vielleicht von euch, dann hast du halt so diese Spuren, wo du halt siehst, wo du so mit diesem Pad lang gegangen bist. Ja. Wenn du dann halt mit der Sonne oder mit dem Licht guckst, dann verändert sich das halt immer so ein kleines bisschen. Das sind Hologramme. Viele bezeichnen halt diese ganzen Waschkratzer halt immer als Hologramme. Das ist aber in der Fachsprache heißt das Spirits.
oder halt einfach Waschkratzer. Mhm. Das sind keine Hologramme. Viele verwechseln das immer oder sagen das immer. Aber Hologramme sind wirklich an sich diese reinen Polierspuren, sind im Endeffekt auch wiederum Kratzer. Also kann man eigentlich als beides bezeichnen, ja, ja. Aber man unterscheidet es halt immer zwischen Swirls und Hologramm. Mhm. Das ist halt immer noch ein bisschen was anderes. Ist so ein bisschen wie ich sag jetzt mal, diese Oberfläche, die man auf gefrästen Teilen am Ende mal sieht, ne? Ja, also genau. Also ein Kopf hat, der geplant ist, und da sieht man am Ende ja auch so ein bisschen. Genau, so in der Art kannst du das auch. Interessant wäre jetzt mal natürlich, was diese Politur macht, damit man keine Hologramme hat. Die ist auf Wasser basierend und ist halt sehr, sehr mild. Ich bin ganz ehrlich, hat irgendwelche Bestandteile drin, die das vermeiden sollen. Mhm. So, die Sache ist halt die, du kannst es halt mit einer Rotationsmaschine auch hologrammfrei verarbeiten, ist aber sehr, sehr schwierig, weil du halt wirklich das Pad niemals irgendwie verkanten darfst, ruhig fahren musst, und das muss man üben. Mhm. Deswegen mache ich halt immer, sag ich mal, Finish-Sachen oder jetzt halt solche Geschichten, wo wir halt nicht viel an Kratzern entfernen müssen, wo wir wirklich auch ein bisschen aufpassen müssen natürlich, weil wenn ich jetzt hier mit einer groben Geschichte beigehe, mache ich selber sofort wieder Kratzer rein, weil es halt ein sehr, sehr weicher und sehr, sehr empfindlicher Lack ist. Mache ich sowas halt immer nur mit dem Excenter. Was ist der Unterschied zwischen Rotation und Excenter? Wie gesagt, Rotation dreht sich halt einfach so gesehen, sag ich mal, nur ganz normal rund. Wie eine Flex. Genau, wie eine Flex. So, und die Excenter, die macht halt hier, macht die halt. Schwabbelt. Genau, die schwabbelt so ein bisschen halt hin und her und dreht sich halt dann auch noch so. Okay. Das ist halt der Rotationsmaschine. Ja. So, wollen wir mal schauen. Das heißt aber, ohne Anti-Hologramm geht nicht. Wenn du jetzt einfach nur eine Politur nehmen würdest? Du kannst auch eine Hochglanzpolitur nehmen. Man kann auch, theoretisch gesehen, weil es halt ein Exzenter ist, kannst du auch eine Feinschleifpaste Hologramm verwenden. Ja, ja. Das geht alles. Es kommt halt, wie gesagt, da immer so ein bisschen auf den Lack an. Wie funktioniert der Lack? Wie hart ist der Lack? Wie weich ist der Lack? Wie verträgt er sich? Mhm. Ich sag mal, es gibt zum Beispiel manche Bereiche, die fahre ich mit einem etwas härteren Pad. Wirklich mit einer Feinschleifpaste oder manchmal auch mit einer Schleifpaste in einem Gang mit einer Exzentermaschine, ohne irgendwelche Hologramme dadurch zu entzeugen. Mhm. Ja. So, Herr Wehmeier kommt aus dem Baumarkt wieder. Ich habe abgeschlossen, ich aufmachen, oder? Ja, mach ich auf. Ich darf ruhig rein hier. Einfach fest. Er kann gleich polieren hier. Darfst du hier reinkommen, Marius? Moin. Oh, polierst du jetzt selber? Ja. Ich habe schon René meinen Stuhl übergeben. Ich sitze jetzt schon auf dem Boden hier. Boah, krass. Bei den Türen sieht man gar nicht, dass Carbon ist, oder? Nee, noch nicht. Noch nicht. Dach siehst du heftig? Ja, Dach ist brutal. Dach ist heftig und Türen garantiert noch nicht, weil, also A, waren die ja etliche Male im Ofen. Ich glaube, auch das Dach hast du nur foliert, deswegen ist das ein bisschen. Das ist die 3M-Carbonfolie. Genau. Nee, weil ihr noch keine Sonne gesehen. Wenn der jetzt einmal richtig Sonne sieht, dann. Sieht er erst am Wörter. Aber wenn wir jetzt ja die Seitenteile noch machen, dann haben wir wenigstens überall die Struktur. Ja, stimmt, drin, die brauche ich. Die müssen wir hier rausschneiden. Ja, lass mir die aufhalten. Ich habe schon gesagt, ob wir wohl die Einzigen sind, die 3 Stunden vor der Essen-Motorshow nochmal ein Auto polieren lassen, schnell. Gut, die Jahre davor mal 3 Stunden vorher Motor eingebaut. Jetzt sind wir in guter Zeitplan heute. Ja, laufen du da, ja. machst du mal das Licht bitte aus, wenn ich schon erst davon geht. Das sind jetzt natürlich wirklich. So schon besser. Also wie gesagt, aus einem ganz leichten Übergang. Du siehst halt hier, quasi siehst du das jetzt gerade auf dem Video, so hier sieht man halt so ein kleines bisschen natürlich, wie gesagt, so ganz minimal an Kratzern. Also ja, sehr, sehr wenig. Diese leicht Grauschleier auch so, ne? So genau. Ein so. Und so ist jetzt halt, wie gesagt, das ist jetzt aber auch noch nicht entfettet, man darf sich jetzt auch nicht wundern. Du hast zum Beispiel jetzt hier, das sieht jetzt aus wie ein Hologramm, was halt hier jetzt so runter ist. Das ist halt wirklich jetzt nur noch so Restpolitur, weil ich will halt jetzt erstmal gucken, wirklich. Final nur, okay, wie sieht es jetzt aus? Passt das so von dem Step, den ich jetzt gefahren habe, von der Pad- und Politur-Kombination? Oder muss ich vielleicht ein bisschen weniger machen oder ein bisschen mehr machen? Mhm. Weniger Gänge, weniger Geschwindigkeit, mehr Geschwindigkeit. Deswegen da halt, wie gesagt, hier jetzt nicht drauf achten. Das wird halt dann alles mit dem Entfetten dann nochmal weggemacht. Mhm. Aber so, wenn man wieder so aussieht von den Kratzern her, im Vergleich zu vorher ist das okay. Das passt schon so.
Mach's mal wieder an. Das heißt, du kontrollierst jetzt immer schon mal einmal zwischen, dass die Hologramme eigentlich schon raus sind. Genau. Also ich mache das jetzt so, wie gesagt, da wir jetzt hier jetzt natürlich erstmal schauen, um halt das so ein bisschen darzustellen, gucken wir jetzt halt natürlich viel. Mhm. So, ich mache das halt immer beim Anfang so, ich suche mir halt immer einen Teil, sage ich mal, aus oder ein, zwei, drei verschiedene Stellen, meistens immer Motorhaube, Dach und Seitenteil, sage ich mal, so ein bisschen über dem Radlauf und fange da halt an, so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, okay, die und die Kombi funktioniert so und so. Und da leuchtest du halt natürlich dann relativ viel ab. So, wenn man dann eine Kombi gefunden hat, die an allen drei Stellen gut funktioniert, dann mache ich es meistens so, dass ich eine Hälfte vom Auto mache, zwischendurch halt immer nach jedem Polieren das abwische, dann die erste Hälfte einmal ableuchte, gucke, okay, ja, funktioniert gut oder ja, nee, okay, da und da muss ich dann nochmal, dann notiere ich mir das meistens immer oder mache halt irgendwie dann gerade schnell mit dem Handy ein Foto davon von den betroffenen Stellen und dann geht man halt so weiter. Wie viele Autos hast du wohl in deinem Leben schon poliert? Oh, keine Ahnung, zu viele. So, weiß nicht. Ist das noch dreistellig oder? Nee, ist vierstellig. Das ist schon lange vierstellig. Also ich schätze mal, 7.000, 8.000 würde ich jetzt mal so roundabout tippen. Alleine 12 Mal Limo? Ja, so ungefähr. Im letzten halben Jahr. Ja. Ja, krass. Okay, anschließend nur noch dann einfach irgendeinen Wachs. Ja, also ich mache es, ich habe schon jetzt diesmal so überlegt, wir machen keine Keramikversiegelung drauf, weil halt Türen und das alles relativ frisch noch ist, wie du selber sagst, keine Sonne gesehen, gar nichts. So, Problem ist halt bei Keramikversiegelung, wenn du die auf einen zu frischen Lack aufträgst, weil du ja die, sag ich mal, die Luftschicht so gesehen abschließt, kann es sein, wenn die halt mal richtig warm werden, so wie es ja beim Dach auch passiert ist, dann fällt das ein, der Lack. Gut, muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass an der Seite komplett alles einfällt. Aber die können halt so weit einfallen, dass die halt, sag ich mal, diese Hologramme wieder werfen können, die man halt durchs Polieren weggemacht hat. Das kann wiederkommen dadurch. Und deswegen habe ich ja gesagt, ist das hier jetzt ein bisschen zu riskant. Wäre auch blöd, das steht auf der ersten Motorshow und du siehst halt voll da, wo du halt langmarschiert bist mit der Maschine. Deswegen kommt jetzt hier ein Kanauberwachs jetzt nur drauf, damit das halt noch alles ein bisschen atmen kann und damit der Lack halt auch schön glatt ist und ein bisschen anders glänzt. Also der Wachs, der wird einfach nur aufgetragen oder muss der anschließend nochmal poliert werden? Nee, du trägst, also ich trage den per Hand auf mit dem Pad, also mit so einem kleinen... Ich kann das mal hören. Sind halt hier solche ganz normalen Muscheln. Muscheln, Schaumstoffpads. Ich habe jetzt hier halt schon mal die eine Hälfte jetzt schon gemacht. Ja. Deswegen ist hier jetzt schon Wachs drauf. So, und dann machst du einfach halt immer so ein bisschen in die Dose rein und dann fängst du einfach an, das halt so schön langsam gleichmäßig alles aufzutragen. Es gibt manche, die machen das kreisend, andere machen es halt nur geradlinig. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er am besten mit klarkommt. Dann lässt du das ein paar Minuten anziehen, ablüften. Und dann wischst du das einfach ab, den lässt du nochmal so ja, gute Stunde, zwei Stunden stehen und dann wischst du nochmal final noch einmal rüber und dann war's das. Okay, ein, zwei Stunden. Ja, ist das Auto hoffentlich schon auf der Autobahn. Ja, also du wischst dann halt, wenn er aus dem Trailer rauskommt, wischst du den halt wahrscheinlich dann noch einmal rüber. Ja, so ja, in etwa werden wir das dann machen müssen. Besser. Ja. Ich würde sagen, wir halten dich nicht länger auf. Du machst das fertig.